So, what do we do next? Voll super, was machen wir denn jetzt? Wir spielen Scarlet Nexus weiter. Weil alle ersten 6 Folgen sind ja durch. Was mir ein bisschen wundert übrigens ist immer noch, wir haben ja immer noch dieses Wert nicht übermächtig Mission Ding. Oder habe ich das letzte Mal angenommen? Oder habe ich die Daten schon besorgt? Da muss ich nicht rein, weil ich habe ja schon gespeichert. Nein! Ich will mit dem Laden interagieren. Ich habe gelernt, die Kampfberichte brauche ich für die Tauschbörse. Weil ich ja gerade eh allein unterwegs bin. Vor allem, es sind lauter kosmetische Sachen da drin. Das finde ich einfach so witzig. Warte, du musst jetzt nicht ausrasten da unten. Ich habe ja zuletzt im Training so viel verbraucht. Es reicht, Hund. Jedes Mal meint er hier einen Aufriss zu machen. Dann bin ich gerade anfangen zu streamen. Konntest du dich mit dem Spiel richtig anfreunden? Spielst du ja noch doch nicht so oft. Hä, was? Hä? Überdenke nochmal deine Frage. Das Spiel ist heute rausgekommen. Und ich konnte es... Ich habe es an dem Tag, wo ich das pre-spielen konnte, bin ich extra nachts noch online gekommen und habe das gespielt. Tori, ich verstehe die Frage nicht. Warum bin ich hier? Ich erinnere mich nicht, wie ich hier gekommen bin. Ich sollte wirklich mit Kaito darüber sprechen. Yuito, Deployment-Orders. Wir haben eine große Pack von anderen in einem abandoned Subway bekommen. Head over there, right away. Es ist heute, okay. Nee, ist gestern Got rausgekommen. Entschuldigung, mein Fehler. He's already on his way. Thanks. I'll be right on his heels. It looks like Colin Kaito is going to have to wait. Verlassener Tunnel Sue, Bahnlinie 9 wurde der Weltkarte hinzugefügt. Warum durfst du das schon spielen? Weil ich das einfach kann. Danke, Klinizera, für dein Stufe 2 Abo. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Also mir gefällt das Spiel bis jetzt sehr gut für ein Anime-Spiel. Die Dialoge dazwischen sind noch nicht so lang, dass sie mich nerven. Und das Kampfsystem funktioniert sehr gut. Und das ist das Wichtigste. Setup Platoon is all here. You've all heard the situation from Wataru. Apparently, there's a swarm of others in these abandoned subway lines. The Extinction Belt has descended to lower altitudes. And they're flowing underground from the air ducts. Sure, there's no need to explain it at this point, but we have some new blood here. So let's see what you know about the Extinction Belt. What's the Extinction Belt? Nagi. Yes, sir. It's an anomaly that's believed to be the product of the Spring of Extinction. Exactly. It accumulated near the Earth's stratosphere and has covered the whole globe. Others are born inside it and have been observed descending to the Earth's surface. So don't go near areas where the belt is thick. The others could appear anywhere. The Extinction Belt also has the tendency to block signals. If that happens, Wataru's telepathy will be our only means of communication. Without a communicator, my telepathy only allows me to talk to you and not the other way around. Let's hope the communicators don't go down. So that's the deal. I want you to stay on your toes out there. Understood. This will be a joint operation between the 7th and 8th Company from the 1st Regiment. And the 1st and 2nd Company from the 2nd Regiment. It's a large-scale joint operation. I want you all to refrain from going off on your own. Especially you, Kagero. What? You're really going to call me out in front of everyone, Captain? Don't get so upset. Team 1 will be me, Nagi, and Hanabi. Team 2 will be Kagero, Tsugumi, and Yuito. Central Platoon will dabei. Head to Point Alpha behind 2nd Company. Understood! Die finde ich witzigerweise am knuffigsten. Aber es liegt daran, dass ich so auf kleine Mädels stehe. Verdammt.
Der Gehirnantrieb ist ein Status erhöhter Konzentration, der temporär verschiedene Vorteile wie erhöhtes Angriffs-, Bewegungs- und Psychokinese-Tempo gewährt. Die Gehirnantriebsanzeige wird durch bestimmte Aktionen wie das Bezwingen von Gegnern und das Erleiden von Schaden gefüllt und aktiviert sich automatisch, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Und wir sind immer noch im Tutorial nach 3 Stunden eigentlich. So, von ihm weiß ich ja, dass er mir Unsichtbarkeit gewährt. Aber was soll mir Hellsicht bringen? Durch Leihen der Hellsichtkraft kannst du unsichtbare Gegner entdecken und bei schlechter Sicht wie Nebel klar sehen. Außerdem ist perfektes Ausweichen leichter auszuführen und ermöglicht dir einen starken Hellsichtangriff, indem du direkt nach dem Waffenangriff X ausführst. I need your help. Can't see it, but the other is still around. Use SAS to find it. Toll. Not yet. Here we go. Gerade noch in Zeit. Das Spiel hat übrigens auch sehr gute Wertungen weltweit eingebracht. Was halt nochmal die Beantwortung wäre, warum ich das spiele. Also jetzt nicht, dass ich auf Wertungen viel setze, aber ich glaube immer zwischen 80 und 90 Punkte, außer bei einem beim Sterne-Magazin, weil die den Petzo dran gelassen haben und der Petzo einfach ein Scheiß-Tester ist, Entschuldigung. Du kannst einige der Zugwaggons im verlassenen Tunnel mit Psychokinese kontrollieren. Sie bewegen sich entlang der Schienen, also achte auf die Position des Gegners und führe im richtigen Moment einen Angriff mit LT aus. Bei Biomutant ist zurzeit eine Pause. Tut mir sehr leid, aber ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren auf andere Sachen. Bam, bam, bam. This is pretty rare. Finish it off. Watch out for electric attacks. You won't be able to move if you're electrified. Let's keep this up. All right. We did it. Yeah. It's scary seeing how much I evolved. Come on. Let's keep this up. Looks like the enemy dropped something rare. It burrowed into the ground, but it should show up if you become a invisible. Buzz. Ach so, ein Vieh. Found a weak spot. Not bad. Don't get caught. So, sehr gut. Ja.
Finish it off. Warum ist das cool, mit dem Psychokineser schwer zu kontrollieren? Es sieht halt einfach cool aus. Ich freue mich auf den Anime. Bin mal gespannt. So this is the subway. So it's basically an abandoned line. Wie es darin so laufen wird. There are some places with active subway lines, though. Still fight. Überleg gerade so ein bisschen, was ist eigentlich, wenn einer meiner Kollegen down geht? Das ist nämlich noch nicht passiert in den Kämpfen. Don't get caught. Schön. Wir haben auch immer jemanden dabei, der Epilepsie hat, ne? Ob das eigentlich ein Problem ist bei dem Spiel, weil irgendwie die Effekte überlagern mich halt nicht so massiv. There's a train, Yuito. Make sure the others don't notice what you're doing. Huh? Notice me doing what? You know, ramming it into them. Watch out in front! Charging! Bam, bam, bam! I'm sprouting! Danke für deine Unsichtbarkeit. Ach, das ist dieser Brain Focus. Durch das Aktivieren von Gehirnantrieb werden viele solche Effekte wie erhöhtes Angriffstempo, verringerte PK-Anzeigeverbrauch und schnelleres Aufhängen von Psychokinese-Objekten verfügbar, wodurch schnellere Kämpfe möglich werden. Die Gehirnantriebsanzeige wird in aktiven Zustand angezeigt und nach gewisser Zeit automatisch deaktiviert. Außerhalb des Kampfes entlädt sich die Gehirnantriebsanzeige langsamer. Code Vein übrigens, wo es gerade im Chat erwähnt wird. Toll. Ist zurzeit im Angebot für, ich glaube, 13 Euro oder so. Ist ein sehr gutes Anime Dark Souls. Hatte ich aber damals keine Zeit zum Spielen für. Let's keep this up. I'm going to get stronger. I'm using this, Sugumi. Wenn du die ersten Folgen auf YouTube ansiehst, weiß ich nicht, ob du die Geschichte dann besser raffst. Weil bis jetzt ist noch nichts Neues von der Geschichte dazugekommen.
is in danger. Watch yourself. Here we go. Found a weak spot. Yeah. Watch the enemy. Eins, was mir so ein bisschen stört, das Angesehen von Gegnern, beziehungsweise, dass der wirklich ausrichtet auf die, wie zum Beispiel jetzt bei den Weak Spots, dass das manchmal nicht so gut funktioniert. Das ist eigentlich das Einzige, was ich am Kampf kritisiere. Also sonst klappt alles sehr, sehr gut. Captain, does the extinction belt usually come down lower than the stratosphere? No, it's usually seen higher. It's pretty rare for it to be this low. Let's be ready. Come on. Struggle ich gerade ein bisschen, vielleicht. Everything in the subway looks the same. Try not to get turned around. Finish it off. I need your help. Yeah. Hey, it turned invisible too. We have stability, so it's no big deal. At this rate, I need your help. Nice. It lost us. Puh. Und ja, man muss nicht alle Spiele mögen oder alle Spiele können. Aber ich mag Anime. Auch wenn ich es nicht so viel raushängen lasse. Apparently Bias has a function to adjust the stimulation to the brain, allowing for easier control of brain drive. But I don't think relying on it is good. You need to... control your power by yourself. Also erstmal brauche ich weiteres Gelee. Billiges Plugins, Verteidigungsverstärkung.
Thanks, Kotaro! Let's go! Oh, komm schon. Hey! Alright! Watch the enemy! Let's keep this up! Here we go! Come on! Hey! Auch wenn es manchmal so aussieht, ist es eigentlich kein Button-Smasher. Don't get caught! I think we can use that train, Yuito. Just ram the others when they're not looking. Ja, weil ihr eure Level-Ups bekommt durch mich. Es ist wie die meisten Anime-Titel geradlinig mit Nebenmissionen. Ja, es gibt den einen oder anderen Open-World-Anime-Titel, aber... Ach, so ein Scheißvieh. Hey! Let's go! That's gonna leave a mark. I need your help! Nachher mal noch. Achso, leichtes Gel ist voll. Dann nimm mal einen, dann können wir es mitnehmen. Aber was mich bis jetzt so ein bisschen stört, ist, dass der Ausbau der Charaktere halt so rudimentär ist. Vor allem bei den Items ist da halt nicht viel zu machen. Bis jetzt. Reinforcement request from Kyoka Platoon's operator Haruka. They're being attacked at Point Alpha. It appears they're cut off. Finish it off. We're not able to contact them directly because of the extinction belt interference. Where's the enemy? Let's go. Yeah! Yeah! Hey! Na komm. Ist ja auch ganz nett, dass du immer so kleine Minispielchen machen musst bei den LS-Attacken. Um den maximalen Schaden rauszuholen. Auch wenn du irgendwas drehen musst. Aber du kannst halt nur betonen, der Kampf fühlt sich halt gut an. Yes.
I think there's something over there. Schon wieder ein Speicherpunkt. That was close. Someone's coming this way. Captain Seto! Naomi, we got a request for reinforcements from Haruka. What happened? Others have descended on Point Alpha. The additional units scheduled to arrive were nowhere to be seen, so Acting Commander Gemma ordered me to request reinforcements from Seto Platoon. Three others attacking from 12 o'clock. We'll arrive in 1 minute. The enemy will flank us with hypervelocity and attack from behind. What? What do you mean? My power is precognition. It's true. Captain, the others are gathering at Point Alpha, and three are closing in on Seto Platoon's current position. Wow. Naomi, connect to SAS with me. Team, it's time to clean up these others. Take them down while we make our way to Point Alpha. Understood. So your power lets you see the future, Naomi? Can you choose when to look? Yes, but I can only see a little ahead. That's an amazing power! I'm happy to hear you say that. That must be a sweet spot. Na komm, das Bieren rausreißen. Oder Glühbirne. It's alright, Naomi. Kasane is the top cadet. Of course, you know that since you're her sister. I'm so stupid. No, thank you for reassuring me. Yes, my power? It's watching us. From underground. We should disappear too. Nein! Sehr gut. Dann habe ich noch nie das Gehirn rausgerupft. Jetzt weiß ich, dass wirklich eine Glühbirne kaputt macht. Aber eigentlich ist das da der Hirnzerstörer. Diese Finisher kann man auch verkürzen in der Zeit, dass sie schneller ausgeführt werden, weil man nicht immer jedes Mal die Sequenz gucken muss. Modemagazin Gerücht gefunden, was auch immer was zu bedeuten hat. Aber Hauptsache, ich habe es eingesammelt. Hirnkarte wurde erweitert, es können neue Fertigkeiten erlernt werden. Ich bin mir sicher, dass du über die Organisation der AAS in der Ausbildungsschule gelernt hast, aber erlaube mir es dir auszuführen. Die AAS ist in zwei Regimenter unterteilt. An der Spitze des ersten Regiments steht Major General Fubuki, der Anführer des Regiments, des zweiten Regiments, zu dem wir gehören, ist Major General Karen. Es gibt zahlreiche Kompanien innerhalb jedes Regiments und jede Kompanie hat mehrere Platoons. Wir gehören zur ersten Kompanie. Falls du Fragen hast, stelle sie ruhig. Das wäre es erst einmal. Ich habe es zwar schon erwähnt, aber meine Kraft ist die Hellsicht. Lass mich einfach wissen, ob du etwas sehen möchtest, was du ansonsten nicht sehen kannst.